Es ist sehr komplex, Marie. Bestimmt ist es das. Die Dinge hängen alle irgendwie zusammen. Es ist kein Zufall, dass wir beide miteinander telefonieren. Sondern? Ich muss dir etwas sagen, Marie. Alles, was du willst, Gottlieb. Sie hat mir deine Nummer gegeben. Was redest du da? Das Inserat. Was ist mit dem Inserat? Ich habe es von Marie bekommen. Sie wollte, dass ich dich anrufe. Sie hat mir gesagt, dass sie mich nicht glücklich machen kann. Aber sie war überzeugt davon, dass die Frau auf dem Foto es kann. Na dann ist ja alles klar. Was ist klar? So wie es aussieht, wollte dich deine Marie loswerden. Nein, das wollte sie nicht. Sie wollte nur, dass es mir gut geht. Und deshalb gibt sie dir die Nummer einer Sex-Hotline. Wahnsinnig gut kann sie es nicht mit dir gemeint haben. Sie sagte, dass sie dich kennt. Das ist nicht lustig, Gottlieb. Ich weiß. Trotzdem hat sie es gesagt. Das ist völliger Blödsinn. Du musst dich täuschen, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, ehrlich. Sie hat mir die Nummer gegeben und mir alles Gute gewünscht. Ich kenne keine Marie. Und ich kenne auch niemanden, der sich umbringen will. Keine, die es schon mal versucht hat und keine, die verrückt genug ist, in einen gefrorenen See zu springen. Deine gute Marie hat dich wohl verarscht. Hat sie nicht. Und warum bist du dir da so sicher, Gottlieb? Weil sie das mit den Kulis wusste. Was sagst du da? Sie wusste, dass du das gemacht hast, dass du Kulis zusammengeschraubt hast. Kann nicht sein, Gottlieb. Doch, Marie. Und woher sollte sie das wissen? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ich brauche eine Pause, Gottlieb. Aber warum denn? Weil ich nachdenken muss. Und wann soll ich dich wieder anrufen?